Und kriegst du es vielleicht hin, dich irgendwie ein bisschen lauter noch im Ingame-Voice zu machen? Ja, bin ich zu leise? Nein, nicht du, Vanum. Ah, jetzt höre ich dich besser. Es ist verwirrend, wenn du mit vielen Leuten redest. Wo war ich? Hier. Jo. Okay. Jetzt könntet ihr mich glorreich verkacke. Wenn du im Rhythmus spielst, weil ich Rhythmus nicht kann. Ich war drauf einfach. Weil ich habe dich die ganze Zeit nämlich nicht hören können. Weil Eigentlich. Vanum kann das sehr gut, Vanum redet die ganze Zeit. Ja, natürlich, einer muss die Leute Naja. unterhalten. Ne, ist ja auch richtig. Sowas macht man ja auch im Stream. Bei mir im Stream unterhalten die Leute mich eher im Chat. Manchmal denke ich, die Leute denken halt bei mir in der Arbeit, ich habe eine kleine Macke, weil ich einfach nicht aufhören kann zu reden. Ich schimpf auch Das immer mit stimmt. Gegenständen. Der Scanner geht nicht, ich schimpf damit. Also ich habe bei mir gerade dasselbe, aber Weil reden und tippen funktioniert auch nicht zusammen. das ist immer schwer. Weil da Ja, versucht man nicht gerade zu bei einem tippen, was man Rhythmus. sagt. Ja, nee, gerade bei einem Rhythmusspiel, wo so ein bisschen konzentrieren sollte. Ah, Konzentration ist überbewertet. Ja, das also macht auch viel Spaß. Hatte ich schon erwähnt, dass ich nicht gut in Rhythmus spielen bin. Oder dass ich Musst du nicht Rhythmusspiel erwähnen. spiele. Sieht man sogar. Ja. Die nette Dame da oben sagt das bestimmt alles. Die. Kann ich mal gucken, was da passiert, weil ich mich so auf mein Ding fokussieren muss, dass ich die Pfeile sehe. Aber ich sehe es aus, als würde ich echt tatsächlich noch schaffen. Sagte sie und starb fast. Na wohl, Hälfte. Muss einfach nur überleben. Alles gut. Oh ja, ein Spiel. Ja, das wollte ich eigentlich die ganze Zeit spielen. Ein Kollege hat mir das empfohlen, es sollte Spaß machen. Dann kam Mira und wollte noch was von mir. Es wollte nur kurz was machen. Es hat doch ein bisschen länger gedauert wie geplant. Gesendet hast du es mir noch nicht. Ja, es lädt, es rendert noch, es dauert. Gesendet hast du es mir trotzdem noch nicht. Ja, ich kann dir die Blätterdatei schicken, dann darfst du es rendern. Nein, das machst du schon gut. Wenigstens, sie freut sich auf den Boxen. Ihr habt einen schönen Tag. Ich hoffe, sie muss die Box nicht durch die Gegend tragen. Das macht er dann. Muss sie nur draufsäckeln als Deko. Ja, wir müssen halt es Sind das irgendwie eigentlich schaffen, den Geschwister oder Hardfokus Freunde auf. oder Liebespaar? Ich habe keine Ahnung, was hier überhaupt passiert. Was für ein Liebespaar? In meinem Spiel. Achso, in deinem Liebespaar spielt Ja, denn ich weiß das nicht, ist die Liebespaar? Dame da oben auf den Boxen, ist das seine Schwester oder seine Freundin? Ist in dem Style halt echt schwer zu sagen. Ich habe keine Ahnung. Die PS3, neue Move-Controller geholt. Ja, cool. Würde ich auch gerne mal testen, habe ich auch noch nicht probiert. Ich hatte auch mal süße. Für die PlayStation 2 war das gar diese Kamera, wo du dich angeblich aufnehmen sollen könntest mit, also wo du halt mit der Kamera spielst, das war irgendwie ganz komisch. Das hat nicht so geil funktioniert. Da soll ich hin, das. Auch Meinst ganz du viele. EyeToy oder was? EyeToy ist das, glaube ich. Ja, mit der Kamera, wo du dann deinen Körper als Ich Controller nehmen solltest. hab die Kamera noch neben mir liegen hier. Ja? Ich habe die auch noch irgendwo. Bis dahin hat das Ding noch funktioniert. Ich weiß, es hat nie funktioniert. Wir haben dann irgendwann auch im Zimmer ich glaube, eine Keule oder sowas aufgehängt, dass mal besser gesehen wird. Aber selbst dann hat es halt nur so semi-geil funktioniert. Also EyeToy, das war auch nice. Mit Platz. Ja, das glaube ich, wenn du auch so Bewegungsdinger machst. Ich hätte das halt auch voll gern gemacht, aber ich habe bei mir halt. Wenn es geht, habe ich hinter mir. Wenn es gut gerechnet ist, vielleicht ein Meterplatz. Schwierig. Oder auch so, wollen wir überlegen, ob ich mir mal so eine VR holen mit.
diesen Motion Captures Dingens da, diese Controllers. Ja gut, passiert. Für so, eine VR-Brille würde ich mir auch machen. Mach da auf Beschreibung hier. Ey, warte. Beat Sabers oder sowas, wäre auch schon lustig. Wie viel kostet eine überhaupt? Der Orden und der Zack haben das gut gespielt. Den hab ich. Ey, wir haben die Hälfte geschafft. VR-Brille. Oder, ich hab mehr Platz als du. Knappen wieder. Aber trotzdem ist das halt nix. Tauscht sich ständig immer. Bei Amazon. Der hat ja voll die bösen Augen. Mhm. Die ist total leicht bekleidet. Und die hat Strapsen an. Und? Na und? Das gefällt dir. Mir bringen ihre Fingernägel mehr zu bedenken, damit dann können sie einen ja echt aufschneiden. Oh, das machen viele Frauen. Ich finde das so schlimm. Ja, ich finde das nicht schön. Da kenne ich auch schon einige. Vor allen Dingen, die können ja nichts anfassen. Und du musst mal beobachten, wie sie ihr Handy bedienen. Man hat einfach nur... Irgendwie so ein Klitz, nicht also so ein Katzen, aber nicht so ein Katzen, aber so. Vorteil ist, du kannst jetzt Gabel benutzen. Nee, die haben den schon in der, das Handy schon in der Hand, ne? Und die knicken ihre Finger nach hinten. Also so wie bei mir jetzt im Stream. So hier. Um das zu bedienen. Ja, und dann so. Das tippen der Nägel noch da drauf. Nee, sie tippt nicht mit den Nägeln drauf, sondern. Geht ja gar nicht. Sie macht ja hier die Finger nach hinten. Die knickt die einmal komplett um. Eklig. Das ist ein Juwel. Ich glaube auch, das sind seine Juwelen, diese zwei kleinen blauen Bälle, wenn er stirbt. Ah, guck mal, unser. Ja, warte mal. Hauptsache für das mich doch hier ist auch die Ulti, ne? Ja, weil du das Problem hier, bist. Der Daddy. Ja. Ist das unser Daddy? War immer noch die Frage. Hat er sich jetzt die alte geknackt? Warte, was hast du gesagt? Ist das unser Daddy? Ja, hier. Da steht Daddy Dearest. Daddy, weil die Frage ist, das der Daddy von einer von den beiden? Oder einfach irgendeiner, der sich Daddy nennt? Weil, keine Ahnung. Ich bin dein Daddy. Auf jeden Fall hat er sich die Olle geknallt jetzt. Der sitzt zusammen mit der auch so im Stuhl. Was? Der hat die sich geklärt. Ach so, das ist der Daddy. Da steht Daddy Dearest. Das wird irgendein Vater sein. Ich weiß zwar nicht von wem, aber irgendeiner wird es schon sein. Alles klar. Daddy cool. Oh, wir haben gerade 7 Leute in die Zuschauer. Wer kennt sie? Will noch jemand mitmachen nächste Runde? Boah, wenn mal bei mir so viele Leute wären. Der arme Weihnachtsmann hat doch voll die Angst. Eine Pistole. Schieß den Weihnachtsmann nicht ab. Hintest du wieder rein? Der ist auch Meat Boy. Ja, aber gleich. Komm ich mal mit. Ulte rein. Wo sind die? Los, stirb dran! Ja, er stirbt dran! Die feiert bei mir halt. Oh, das Game ist ja auf Newground erschienen. Kann ja schon gut sein, dass da viele sind. Ja, weil du es halt auf 90 man halt darüber kennt. Ich kann leider nicht, ja? Was spielt ihr eigentlich? Wir spielen League of Legends. Ach so. Ja, dieses wunderbare, tolle Spiel. Yes. Boop, beep, beep, skadoo, beep. Okay. Du, Leona. Ich kann den Abend nirgendwo mal sprechen lassen. Ja, die habe ich rausgetan. Ja, LOL ist jetzt nicht so meins, ich weiß auch nicht. Das macht mir meistens nicht so Spaß. Ja, LOL macht mir auch keinen Spaß. Eigenen Spiele. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, warum ich das spiele, ehrlich gesagt. Ne? Ja, du bist selbst gerade schuld. Spiel doch, was dir Spaß macht. Das Problem ist, es gibt keine Alternativen. Du könntest auch Friday Night Funkin' spielen. Nee. Ich habe aber mit Rocket League jetzt zum Beispiel angefangen. Ja. Übrigens wirst du gerade zu Boden gerappt. Ah, Rocket League, das war noch Zeit. Senpai macht mich fertig. Wieso? Das waren noch Zeiten. Ich habe jetzt mein Champ-Turnier. Hatte nein, das ist jetzt gerade ganz schlecht. Nee, also. Ich weiß nicht, als wir es früher gesucht haben mit meinen Freunden und so weiter. Ich wäre der beste Torwart ever. Oh nein. Da sind sie wieder die Kronjuwelen. Ich habe nur gesehen, da kommt was an. Ich dachte so, scheiße. Da kommt ein Vogel. WTF ist wieder irgendwas Komisches. Was ist mit Senpai passiert? Senpai digitiert zu? Oh, okay, Senpai platzt. Kaboom. Oh. Oh nein.
Ich glaube, Senpai geht's nicht ganz so gut. Und ich häng im Computer, das ist fies. Du hängst im Computer? Nein, der Computer hat gerade gehungen und dann habe ich alles verpasst. Gehungen? That's kinda painful. Der hat sich aufgehängt. Also gehängt. Der hat gehängt. Er hängt wahrscheinlich eher. Nee, gehängt. Ja, das hatte ich. Aber ich probiere es mal, die Spookies. Ich fand das das schwierigste Level jetzt auf easy. Die zwei Spookies. Das Spiel